Mit einem Festakt und dem jährlichen Sommerfest wurde am Mittwoch der 10. Geburtstag der Karl-Jaspers-Klinik gefeiert. Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rund und Jörg Benzberg, Landrat im Ammerland und Aufsichtsratsvorsitzender der KJK, waren sich einig, dass die Übernahme des ehemaligen Landeskrankenhauses durch den Psychiatrieverbund Oldenburger Land im Nachhinein ein Glücksfall war. Auch wenn beide die Entscheidung zum Verkauf der Landeskrankenhäuser vor 10 Jahren generell als Fehler bewerteten. Der Festakt wurde unter anderem durch einen Auftritt des Theaterlaboratorium aus Oldenburg aufgelockert. Richtig ausgelassen gefeiert wurde dann aber beim jährlichen Sommerfest der Klinik, nachdem Rund gemeinsam mit Benzberg, Klinikgeschäftsführer Axel Weber und dem ärztlichen Direktor Dr. Christian Figge einen riesigen Geburtstagskuchen angeschnitten hatten.